Und ein herzliches Willkommen zu South Park, The Stick of Poo. Oh, wir haben eine neue Quest bekommen. Besiege Schweinebärmann. Okay, willst du den machen? Okay. Mach den noch schnell. Los, komm, besiege jetzt Schweinebärmann. Warum schickt er mir immer noch Nachrichten? Wir haben ihn eigentlich entfreundet. Ist egal. Du musst besiegen. Ich hab dir gesagt, dass Schweinebärmann da draußen ist. Er greift gerade die Kirche an. Oh mein Gott, schnell. Wir müssen uns beeilen. Benutze den Team Express lieber. Sonst ist die Kirche tot, meinst du ja. Also Schweinebärmann, den darfst du nicht unterschätzen. Wir hätten auf El Gore hören sollen. Oben. Da links, Schweinebärmann. Oh nein! Are you gonna rape us? Vielleicht. Machtrank. Oder? Tempotrank wieder. Ja. Ich hab ja. Wir haben 10 Stück. Na, glaubst du, der ist besser? Oder eine Menge Rüstung? Aber wir haben eine zerbrochene Flasche. Guck mal. Oh. Nochmal! Achso, ich wusste gar nicht, dass du ihn viermal werfen kann. Die kannst du viermal werfen. Achso. Ist ungewohnt. Dann mach. Nee, beschneide ihn, oder? Haben wir schon wirbelndes Verhängnis einmal eingesetzt? Das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Ich wollte den Dreidel schwingen. Weil das nimmt dem halt noch die Hälfte von seiner Rüstung weg. Das ist nicht schlecht. Dreidel, ich formte dich aus Lehm. Oh Gott. Dreidel, mein Dreidel muss sich drehen. Dreidel. Juden, spiel. Ah, jetzt kommt wieder ewig lang Butters. Dam. Guck mal. Und? Hm, naja. Ja, gibt Schlechteres. Ein Energiebündel. 290 nur. Der macht ganz schön Schaden. Und der kotzt. Schneide ihn nochmal. Soll ich ihn nochmal beschneiden? Ja. Kann ich nicht. Dann nimm was. Ich nehme was. Trink. Mach drei. Keiner reicht eigentlich. Das ist so dämlich. Der Schweinebärmann. Wir müssen ihn besiegen. Die Kirche ist in Gefahr. Zack. Oh. Abwehrverringer blutet jetzt. Knüppel ihn mit Butters. Knüppel ihn um, Butters. Kann der eigentlich auch platzen? Nein. Schade. Das ist doof, sorry. Oh nein. Oh mein Gott, das ist El Gore. Damit hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wieso wirfst du ihn mit Flaschen? Ich hasse El Gore. Das bringt nichts. Sie machen nicht so viel Schaden. Heilig, heil der Hauptcharakter. Ja, stimmt. Heilende Berührung. War das? Ich find's lustig, guck mal, das kleine Schwänzchen, was er da hinten hat. Tja, es war anscheinend doch El Gore. Schwimmen mit dem Klauer. Sehr schön. Ich glaube, die ist gar nicht schlecht für Level 11 dann. Okay. Kannst du auch in die Kinder zu. Du hast ein Schwert! Zurück zum Kaffeeladen. Stimmt, wir wollten ja Kaffee holen gehen. Ja. Wir holen vom Schweinebärmann aufgehalten. Man the Pig. Das wird. Was ist denn da oben noch von. Warte, gehen wir zurück zum Obdachlosen. Ne, rechts. Da ist noch eine Mission. Da, genau. Kaufverlohnung. Ach so, du musst es noch anlegen. Ja, okay. Aber geh trotzdem dahin. Da musst du. Das ist der schnellste Weg. Der Kaffeeladen ist direkt nächster Weg. You stole it. Die platzt nicht. Schade. Die platzt auch nicht. So. Links lang. Einfach links. Ich dachte, ich leg's schon mal an. Nee, du musst, glaube ich, gleich nochmal kämpfen. Ich glaube, die machen wir in den nächsten zwei Folgen oder so weg, oder? Ich dachte jetzt mit den Goff-Klamotten. Oh my God, I love you! Wobei. Zum Glück hat sie das nicht gesagt. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? Oh, ein Ultra-Tempo-Trank. Oh, kaufen. So viel wie geht.
Okay. Zu viel Preise. Du musst noch was kaufen für die Quest. Ganz unten, den Tweaks dunkle Rüstung. Ah, hier ist ja nicht. Reicht einmal? Ja. Hoffst du? Das müsste reichen. Ja, den Tempotrank müssen wir, glaube ich, nie mehr bei Bosskämpfen einfach da. Ja. Da waren wir schon, oder? Also jetzt ist ein Schlüssel. Ich guck mal. Weil die sind schon relativ teuer. Ich meine, 15 Dollar. Oh. Ja, das haben wir. Ach so, das hat auch nicht abgespeichert. Naja, mein Gott, jetzt haben wir's. Ist immer so doof, wenn man ein Spiel abspeichert und dann. Ich weiß nicht, ist es. Oder sie speichern auch an bestimmten Punkten richtig ab. Zum Beispiel jetzt auch gerade eben nach El Gore abgespeichert, als wir wieder gestartet haben. Und dann muss man nochmal seinen Präsidentschaft. Oh mein Gott, da komme ich ja nie vorbei. New Kid, the Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Kippen. There is no way you can win in fighting us. Okay, let's get this over. are you gonna rape us? Was? Benutzt Beschwörung. Oh. Ach doch. Stück Scheiße. We're still doing this, right? Oh, wie schön. Ist das ein riesiger Klumpen Scheiße? Wow. Scheiß drauf. Boah, ist das eklig. Ja, ich glaube, ihr wart zu hart zu ihnen. Ich glaube, also, boah. Das ist nicht so nett. Er hat sich aber mit Mama gehauen. Ich fand das gut. Butters auf ihn. Elfen Kingdom. Wie viele sind das? So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Oh my god. Da bin ich auch freigeschaltet. Oh, ich hab Jimmy freigeschaltet. Und Stan. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mit Stan. Weil Jimmy ist auch nicht so toll. Kannst du ja mal angucken, was die machen können. Wo waren das? Eine ganz Rechtsgruppe. Postmikron. Das ist erstmal Level 10. Oh wow. Oh wow. Okay. Nice. Ja gut. Wir mussten mit den Leuten erstmal reden. Achso, wir wollten ja ändern noch, ne? Die hast du eh jetzt automatisch. Achso. Musst du dann am Kampf ändern, ja. Hier kannst du die, glaube ich, noch gar nicht ändern. Das ist die letzte. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute, my kann man dem nicht ernst sein. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Magische Musik. Auf Englisch ist sie sogar noch besser. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Don't let Cartman use you. Don't let Cartman use you. Die Ogerin. Wieso hat Timmy eigentlich wieder zwei Krücken? Wir haben dir noch eine weggenommen beim Kampf. Stimmt eigentlich. Er ist ein Zauberer.
Erstmal alles klauen. Oh, gibt's hier Waffen? Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Mal gucken, was wir verkaufen. Ich will erstmal verkaufen. Kram. Ah, stimmt, wir haben kein Geld mehr. Oh. Durch die Tweaks dunkle Rüstung. Wir haben kein Geld. Egal. Ups. Jason. We elves craft the finest shit in the land. Ich kann ja trotzdem mal gucken. Elfenklinge. Ja, die ist sowieso schwächer. Räuberklinge. Ja, das ist ein Langbogen. Ist auch schwächer. Ja, ich finde diese Blutungsdinger besser, die wir haben. Na, das stimmt. Ich spiele mal einen Schuh, was und schon dann weiter schafft. Naja. Es ist halt immer noch so, also die Ausrüstung, die wir bekommen haben, die Paladin, die wird halt lange Zeit ziemlich gut sein. 15 Rüstung? 25 Rüstung. Die ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir haben bloß kein Geld. Du kannst noch Aufsätze verkaufen, die wir nicht nehmen. Und vielleicht noch alte Waffen. Ich meine, guck mal, wozu brauchen wir halt noch so Judenstab oder elfischer Kurzbogen? Wir haben die Sachen, die wir eigentlich benutzen, oder? Bis auf den Schweinbärmann, Klaue, die sollst du nicht verkaufen. Wieso? Achso. Darf ich die Keule verkaufen? Ja, verkauf alles. Aber der ist total Ernte. Verkauf die, die geht. Und es hilft, die Klimaerwärmung zu verändern. Ich helfe dir auch gleich bei Klimaerwärmung. Jetzt los, ich drehe die Heizung hier gleich auf 5. Nein. Völkerball. So ein Schneeball ist mehr wert als so eine Alien. Die Alien-Sonde behalten wir aber, oder? Nee, wozu? Wir brauchen Geld. Ja, hier können wir eigentlich alles verkaufen, oder? Ja, ich muss gucken, dass die Goth-Fahnen schon nicht verkaufen. Ja, stimmt. Soll ich alles verkaufen? Kannst du überhaupt alles verkaufen? Ja, verkauf alles. Wir benutzen die Sachen eh nicht. Wir können sie jetzt in unsere Kiste legen, aber da vergammeln die auch nur. So, geben wir jetzt wenigstens noch ein bisschen Geld. Komm, verkauf. Da ist Goth-Kostüm. Ich zeig drauf. Goth-Mütze. Okay. Einheiten, ja, die verkaufen wir nicht. Nein, die behalten wir. Waffenaufsätze, ja, können wir theoretisch auch verkaufen. Aber wir haben jetzt auch genug Geld. Wir haben genug Geld, wir haben schon 130, weißt du? Wir haben einfach den Jungen ausgenommen. Wir sind hier als Elfenkönigreich und haben den Jungen ausgenommen. Ach, was wollten wir denn jetzt? Rüstung, die Förster-Sachen. Stimmt. Sind die wirklich besser? Warte. Ja, die ist, glaube ich, schon besser. Und als unsere Kappe bestimmt auch. 15, ich weiß nicht. Ja, doch, die hat, glaube ich, schon mehr Rüstung. Was ist die Handschuhe? Wie viel haben die? 100 TP, wenn du einen hast. Nee, den holen wir nicht. Die beiden. Man könnte aber höchstens bei den Spielmannhandschuhen gucken, ob die besser sind. So, ja, wir haben ja keine Handschuhe. Ah, ist definitiv besser. Du musst den Sticker noch rausnehmen. Ja, stimmt. Der ist definitiv besser. Nicht die Golfklamotten. Achso, oh nein. Das sieht so. Den Fernkampf, den Fall, das war der hier, glaube ich. Ich zeige jetzt hier mit dem Finger drauf, das könnt ihr nicht sehen, aber... Hallo? Jetzt. Genau. Dann den Helm. Ich würde so gern wissen, wie das aussieht. Das da, glaube ich, ist ganz... Achso, wir hatten... Ja, doch, mach... Wir hatten gar nichts drin, oder? Nee, wir... Mist. Doch, wir hatten was drin. Stimmt. Was haben wir drin? Ziehen wir Rüstungen zu. Ja. Oben in der Försterkappe, aber guck mal, was Besseres als die Rüstung. Guck mal, das ist hier unten das Schwert. Unter diese Dornen, die neuen, die wir bekommen haben. 15% mehr Schaden, wenn du unter 25 Gesundheit bist. Naja, das ist doof. Was ist das? Fallen im Nahkampf, Fall 1, 10? Naja, okay. Dann nimm ein Rüstungsding, ein schlechtes. 7, 10, 15. Ja, 15. Und schwächtfeindliche Angriff. Was ist das? Oh, wir sehen so gut aus. Oh Gott. Kaufe Goff-Kleidung. Okay. Du kannst noch oben auf dem. Genau. Oh, hab schon gesehen. Oh, guck mal, der Gärtner da oben. Ne, ich glaube, er ist seine Waffe. Da ist irgendwas drin, aber da kommt nicht drin. Bist du auch ein Mensch?
Elfen Kingdom. Elven. Wow. Hier gibt's nichts, wa? Hm. Nein, schon nicht. Okay, dann gehen wir wieder runter. Machen wir jetzt erstmal die Sidequest für Jimmy und Sam. Willst du die Sidequest machen? Ja, ich will jetzt die Sidequest machen für Jimmy und Stan. Genau, jetzt haben wir Timmy Express. Timmy. Und wir haben einen neuen Vorteil verfügbar bei Freunden. Wir haben schon 45 Freunde? Ah, wir haben ja Igor nicht richtig entfreundet. Nicht? Mist. Mist. Vorteile. Ach da. Guck mal, warte, geh mal zurück. Wir haben sogar zwei verfügbare Vorteile. Geh mal noch einen zurück zu Fähigkeiten. Da können wir auch nochmal das aufwerten. Das werde ich einmal aufwerten. Oder willst du das? Nee, das, genau den. So, und einmal, ja. Das letzte benutzen wir alles, um den letzten Ding reinzustecken. Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Was ist denn das mit der Distanz, mit dem Pfeil? Pfeil? Ja, dies. Das benutzen wir benutzen relativ häufig Distanzwaffen. Was haben wir noch? Statt einen Gegenangriff. Sternmale beurteilen, naja. Dann mag ich einen Angriff und einen überwirken zusätzlichen Schaden. Naja. Oh, MP brauchen wir nicht. Ich würde die Gesundheit einfach um 20% Flat erhöhen, oder? Was hast du denn das gesehen? Links, oben, Mitte, runter, links. Links. Ja, ist vielleicht das nicht schlecht. Ja. Kann man nichts falsch machen mit. Das klingt nach gut Pork. Pork. Okay. Ja, lass direkt links oder zu Stan, da ist die erste Quest. Audio! Vergiss nicht, wie lange vor der Tür steht. Weihnachtsmann und Weihnachtsmann gefällt das. Mit dem hat man einen neuen Mann, der nicht schlaff wird, wenn seine Frau ihm schmutzige Schweinereien erzählt. Schatz, wir haben drüber geredet. Du hast wirklich mal kranke Sachen gesagt. Zumindest versuche ich es verfickt nochmal. Ich bin die Einzige, die hier irgendetwas versucht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir haben alle Punkte. Oh, guck mal, wir können Keil ausnehmen. Denn nix drunter? Oh, eine Hose. Eine Hose, ja. So, mal sehen, was wir hier für schmutzige Wäsche finden. Ein Dreidel, aha. Hier ist nicht mal jemand drinne. Das ist ja krank. Warum läuft der Fernseher? Weil die überall laufen. Ah, finden wir hier auch. Ach so. Eine Unterhose. Gewiss Gegenstand. Ein Wookie-Kopf. Von der Erinnerungsfolge mit dem Elefanten. Das ist halt so geil, die aus allen Folgen haben die hier Sachen versteckt. Ja, ist doch nett. Immanuel Kant. Space, Time and Quantum Theory. Wo denn? Täuschende Sinnphilosophie. Komisch. Guitar Hero. Oh. Eigentlich. Cyber Billy Actionfigur. Ist das nicht der Wal, den er gerettet hat? Gerettet. Ja, guck mal bei den Eltern rein. Wir brauchen noch eine Unterhose. Hier ist alles so... Garagenschlüssel, oh, nehmen wir mit. Oh. Ja, das ist alle Adoptionsunterlagen. Was sind das für Änderungen? Aha. Da oben komme ich nicht ran, wa? Ne. Oh. Erstmal die dicke Aliensonde rausholen. Kleines Medaillon. Siehst du? Okay. Bin doch angekommen. Einfach mal alle stehen. Die haben hier keine Dildos oder so? Nein, hallo. Vielleicht ein UPS-Mann-Kostüm? Das wäre geil. Wie er sich freut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Folge kam erst nach South Park raus. So. Das kaputt machen. Ist aber hier bestimmt Charmhaare. Akne. Ex-Kautabak. Seife am Seil. Mr. Hanky Bauset. Ja. Oh. Nein, hör auf dich zu duschen. Hauptsache, weißt du, du beschwerst dich, dass der Fernseher läuft, aber du drehst jetzt einfach das Wasser im Haus an. Ja. Ja, aber das ist gegen globale Erwärmung. Gut, dass wir die Keule nicht behalten haben. Globale Erwärmung ist auch so wichtig.
wonder what it'd be like to be a dolphin? Just no, nein. Bitte nicht. Stigama. Kites Koteletten. Kleiner Magnet. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you. Links. Links. Eins links ins Haus rein. Und dann müssen wir uns jetzt um Stans Schwester kümmern. Was ist mit ihm los? Was mit Stan? Nein. So, mit. Ja, das macht er auch häufiger. Das ist wahrscheinlich wegen dem Fernseher. Muss wohl. Keine Ahnung. Warum? 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 Oh oh. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Down on that side is where my parents sleep. And give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Können wir jetzt echt mit einem Schwert gegen seine Schwester? Ja. Warte, willst du einen Tempotrank nehmen? Oh, die hat 10.000 Leben. Warte. Nimm den guten Tempotrank. Hallo? Die hat viel Leben. Das ist Ogerin. Und dann bringen sie zu bluten. Blute, du blöde Kuh. Schneide sie nochmal. Ich frage mich, was du ihr wegschneiden willst, aber beschneide sie. Wow. Okay. Ist das eine Todesmarkierung? Das kannst du einmal machen, so als deine. Benutze es mal. Das kannst du einmal als deine Spezialfähigkeit machen. Oh! Guter Hund. Der verringert halt die Abwehr. Benutze das Schwert. Du musst mal A drücken. Jetzt X, X, X! Ah! Jawohl! Sehr gut. Habe ich hinbekommen. Wow. Ich will jetzt trotzdem mal den Reine aus. Okay, benutze ihn. Muss ich drehen? Wow. Was? Tja. Wow. Kirschbombe. Wow. Kirschbombe nennt sich das? Das war ja widerlich. Dafür muss sie sterben. Und sie brennt noch. Also, wir haben sie zu bluten gebracht. Sie kotzt, sie brennt. Was machst du mit der Schwester? Der ist nicht gut. Egal, ich hab sie beworfen. Sie hat uns der rote Tod. Sie hat uns mit einem Tampon beworfen. Jetzt ist aber gut. Ich sehe dich mehr lange durch. Machst du fertig. Markier sie nochmal. Meinst du, ich krieg sie nochmal fertig? Ja. Das Markieren kannst du halt immer machen. Zack. Na, guck mal. Oh, sehr gut. Widerlich. Und ich werde Justice swifter yet. Get out of my room, turd! Okay. Die war ziemlich erpicht. Geh nochmal ganz kurz ins Haus und guck nochmal ins Schlafzimmer der Eltern. Wegen der Unterhose? Ja, wir brauchen nämlich noch eine Unterhose. Ich weiß nicht, wer die letzte Unterhose hat. Ich weiß auch nicht, welche wir schon geholt haben. Aber eigentlich haben wir... Unten. Haben wir doch überall nachgeguckt. Ja, stimmt. Kann auch sein, dass wir die hier schon haben. Hauptsache, die Pflanze nochmal kaputt gemacht. Ja. Willst du noch die Farm holen? Was? Zur Farm. Oder? Willst du Schluss machen? Ja, so langsam. Ja, okay. Ich frag ja nur. Letztes, was ich gehört, ich hab da wenig Screentime. Na gut. Dann mach Schluss. Ich mach Schluss mit euch. Oh, jetzt mach den Witz nicht schon wieder. Das ist auch irgendwann nochmal langweilig. Das ist nur keiner ernst. Wie er rumheult.
Das ist schon mit mir gemacht. Ist die Truhe schon offen? Nein. Die haben wir schon, wir haben schon alles gelootet hier. So. Okay. Dann? Ja, warte, ich geh noch schnell runter. So. Zeig nochmal den Hesselhoff in seiner Pracht. Wir haben noch ein paar Flaschen auf Autos. Okay. Das war's mit der Folge South Park. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Er sollte sich mal wieder rasieren. Bis dann.